Das Bündnis Sarah Wagenknecht hat einen Weihnachtsgruß an uns alle rausgesendet. Und den schauen wir uns jetzt, glaube ich, erst einmal an. Das BSW schreibt, Weihnachten steht bevor. Das Jahr geht langsam zu Ende und ich weiß, für nicht wenige war es kein gutes Jahr. Extreme Preissteigerungen bei Energie und Lebensmitteln, eine Regierung, die planlos agiert und fürs nächste Jahr einen weiteren Inflationsturbo zündet. Ja. Da hat Sarah Wagenknecht auf jeden Fall recht, aber schauen wir uns mal an, was sie in dieser Grußbotschaft zu sagen Und hat. weil wir vielleicht im Schlechten. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Unterstützer, jetzt steht schon wieder Weihnachten vor der Tür. Ist es euch auch so gegangen? Das Jahr war unglaublich schnell weg. Und ich fürchte auch, für viele von Ihnen, für viele von euch war es vielleicht kein gutes Jahr. Extreme Preissteigerungen bei Nahrungsmitteln, bei Energie. Und jetzt beschließt die Regierung auch noch den nächsten Inflationsturbo. Viele sehen mit Sorge ins nächste Jahr. Und das alles zehrt an den Nerven, naja, und es zehrt auch am Geldbeutel. Aber ich hoffe, dass Sie, dass ihr jetzt zumindest ein paar schöne, ruhige Weihnachtstage haben, wo Sie entspannen können, wo Sie mit Ihrer Familie schöne Zeit verbringen können. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Jo, das werde ich bei mir auch so handhaben. Deswegen werde ich morgen übrigens auch nicht streamen. Das kann ich euch, glaube ich, jetzt schon mal sagen. Einfach weil da halt Weihnachten ist. Deswegen gab heute Abend quasi der letzte Stream vor Weihnachten. Haben Sie eine sehr schöne Weihnachtszeit. Und was mir auch noch wichtig ist, es gibt ja viele Menschen, die auch über die Feiertage arbeiten müssen. In so wichtigen Bereichen, wie zum Beispiel auch in der Pflege oder auch in der Logistik, weil wir alle weiter einkaufen wollen und weil wir vielleicht im schlechtesten Fall auch mal krank werden über die Feiertage. Den Menschen, die jetzt arbeiten müssen, muss ich sagen, meinen allergrößten Respekt und meinen Dank dafür. Und auch Ihnen natürlich. Wunderschöne Feiertage. Trotz Arbeit. Kommen Sie gut über die Feiertage, kommen Sie gut und gesund ins neue Jahr. Hey, es ist ein Weihnachtsgruß. Also das, ja, so persönlich kenne ich sie gar nicht, aber das ist jetzt halt, weil es ein Weihnachtsgruß ist. Ich meine, ich kenne sie ja meistens auch so redend, wo sie so on fire ist, aber auch mal ganz schön. Wie gesagt, ich hatte mir den Weihnachtsgruß vorher nicht angesehen. Ich hatte nur rausgesucht, was das BSW halt so gepostet hatte und deswegen dachte ich, ach, reagieren wir mal da drauf. Aber ja, ist schön. Schöne Feiertage ist, glaube ich, was wir alle in den nächsten Tagen allen anderen wünschen können und auch wahrscheinlich selbst haben werden. Also, mehr kann man das auch, glaube ich, nicht sagen. Wie gesagt, bei einem Wagenknecht-Video hatte ich jetzt gar nicht damit gerechnet, dass das so versöhnlich ist, aber so bei einem Weihnachtsgruß dann auch, ja.